Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal mit mir, Wolfram Kabit. Weiß gar nicht, warum ich hier gerade so komische Pausen eingebaut habe. Aber ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Gegenschlag gegen die Udams? Udams? Ist Udam der Stamm oder der Oberboss von denen? Ich glaube, der Stamm heißt so auf jeden Fall. Den Counterpart zu den Benjas. Kann unser Hund eigentlich schwimmen? Wolf? Ach, da ist eine Schlange. Das hat ja so rumgezischt. Der Gelegenheit machen wir die doch direkt mal platt. Wo ist er? Sollte doch jetzt tot sein, oder? Holzpfeil? Okay, ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass man von der irgendwie Gift oder sowas bekommt. Sowas in der Richtung. So, und wir sollten da rüber. Und dann da den Berg hoch. Wir sollten uns rechts halten zum Berg. Um dahin zu kommen, wo wir wollen. Okay, unser Wolf kann offensichtlich nicht schwimmen. Hä? Kopf zu. Halt still. Achso, er spawnt einfach wieder hinter uns. Alles klar. Das Übliche. Okay. Ich höre schon wieder irgendjemanden schreien. Kopfschuss. Hä? Okay, haben wir es jetzt geschafft? Heilen wir erstmal uns. Bitte mal still. So. Lag offensichtlich gar nicht mal so falsch mit erreiche das Udam-Lager. Was ist mit euch hier? Ich habe euch doch gerade gerettet. Okay, da haben wir wieder Wölfe am Start. Und einen Bären. War das jetzt ein Fehler? Hä? Wie denn jetzt schon wieder? Okay. Da ist direkt der nächste Bär. Ich fasse es nicht. Fuck, fuck, fuck. Das war ein Bär zu viel. Okay. Wo sind wir jetzt? Ach, schon wieder hier im Lager, oder was? Wir sind ernsthaft wieder im Lager. Oh. Leck mich doch am Sack, ey. Können wir wieder zu Fuß hinlatschen und dürfen wieder an zwei Bären vorbei. Ist wahrscheinlich nur ein Bär ist und der so schnell wie nachgespawnt ist, dass wir dann halt einfach die Arschkarte hatten. Ätzend. Geh mal mit. Nehmen wir auch mit. Schiefer sowieso. Was haben wir denn hier? Sieht irgendwie aus wie... Ich glaube, das war mal ein ausgewachsenes Reh. Bei der dunklen Textur hätte ich jetzt beinahe gesagt wie eine Kuh, aber eher nicht. Das klingt hier doch schon wieder nach... Was auch immer du gerade gesagt hast, ich hatte keine Zeit, den Untertitel zu lesen. Wir schalten
Rot und Häuten. Hi. Hast du fein gemacht. Eben, wollte ich doch gar nicht. Wollte ihr nur... Na, egal. So, und wer jetzt? Wo hast du denn jetzt platt gemacht? Wo ist denn der hin? Da. So, und dann sind wir jetzt wahrscheinlich wieder an derselben Stelle, wo wir vorhin verreckt sind. Nein, die gehören zu uns. Nicht, der war alleine hier. Rotblatt, okay. Manche Tiere machen echt seltsame Geräusche. Was bist du? Komm mal, Blatt hat Vieh. Fragen, was knurrt denn hier sonst noch? Fehlt eigentlich nur, dass man die Venyas, wenn man die so trifft, noch rekrutieren kann, dass sie quasi einem folgen, wie der Hund. Aber dann ist das ja echt nur noch ein NPC-Kloppe. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da hinten, irgendwo. Ah, ich sehe. Wirf Steine mit T, um ein Geräusch zu verursachen, um Gegner abzulenken. Mit C... Gehe mit C in die Hocke, so verursachst du weniger Geräusche und verringerst die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Wenn du entdeckt wirst, verstecke dich hin in der Vegetation, um den Sichtkontakt zu unterbrechen. Okay. Das klingt ja auch noch alles halbwegs plausibel. Zerstöre alle Udam-Knochenbäume und töte alle Gegner. Okay. Dann wollen wir das doch mal angehen. Wieso hat denn der überlebt? Kommen die von da aus hier hoch? Ja, eigentlich nur da, oder? Das ist hier so eine Kletterlineale. Liliane. Okay. Warum auch immer das wieder ein Kopfschuss war. Aber es ist schön, wie ich die Game-Mechanik gerade wieder voll aushebel. Wie viel haben wir denn noch? Ach, du knurst hier, okay. Aua. Ach, da unten, okay. Was ist mit dir? Was machst du eigentlich den ganzen Tag außer knurren und pissen? Ey, dieser Wolf, ne? Okay, habe ich verstanden. Gut. Wow. Hier sollte man vielleicht nicht unbedingt direkt runterspringen. Ja. Unglaublich cooler alter Steinzeit-Move. Was mache ich damit? Zerstören, ne? Ja, ungefähr so.
Rennt das jetzt? Okay, der brennt. Achso, du machst ja wieder Suizid. Hä? Wo? So, irgendwo von hier. Okay. Achso, ne. Der gehört uns. Hier noch einer. Da. Steht er nochmal auf? Nee, tut er nicht. Warum? Das ist manchmal ein bisschen ätzend mit dem Brandfallen. Das haben sie bei Tomb Raider besser gelöst. Okay, 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 okay. Mein Speer wieder haben. Egal. So. Wie viele Knochenbäume haben wir jetzt eigentlich schon zerstört? So, und jetzt töte die übrigen Udam-Krieger. Oh. Noch mehr. Aua. Immer auf dem Kopf. Okay, da hinten steht noch einer. Schon mal die Keule laden. Und das Genick brechen. Sehr fest. Okay. Bezieht sich jetzt darauf auf Festlichkeit oder darauf, dass ich immun gegen Speere bin? So wie schussfest. Udam Guanta? Udam Mari. Ul Atiguaifa. Apa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja, Palhu Udamari. Die und ihren Ohrfetisch. Gwaifamas. Schaus Uls Dausam. Sana Quaida Shanshi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Samigartici Nafa. Und bis dem soweit ist, gehen wahrscheinlich noch 40 Spielstunden ins Land. Oh, neue Freiwillige.
Winjai. Jetzt haben wir ja schon so eine Art Kultsekte, wie auch immer. Ja. Hey, Winja. Tödliche Rusch. Was ist hier, wo? Drücke M, um das Kartenmenü zu öffnen. Kennen wir auch schon. Vermisste Venja mit einzigartigen Fähigkeiten wurden zuletzt in den markierten Gebieten gesehen. Durchsuche Oros und bringe diese begabten Venja in dein Dorf. In dein neues Dorf. Alles klar. Lasst mich doch einfach mal machen. Okay, was bist du? Jaima die Jägerin. Karosch der Krieger. Boga der Handwerker. Alles klar. Achso, der Opa ritt wieder an sich rum. Irgendwas wollte ich tun. Da hinten ist ein Fragezeichen. Ich wollte aber hier zu dieser komischen Truhe hier. Truhe in Anführungszeichen. Hey, Fleisch hat langsam Durchsatz bei uns. Hauptsächlich wegen unseres Wolfes. Gucken wir mal, was bei unserem Fragezeichen da abgeht. Interagieren. Ach, da wieder Blut trinken. Ist es wieder soweit. Geistersud. Oh Mann. Nein. Muss erst wieder mit Rattenblut vermischen. Also können wir jetzt mal daraus schlussfolgern, in der Steinzeit ging es auch nur darum, sich möglichst hart wegzudröhnen. Oh Mann. Takar. Ey, wir fliegen wieder? Fragezeichen? Nee, wir sind heute mal Mammut. Wie hieß nochmal das Mammut von Ice Age? Manni! Genau. Okay, wir können offensichtlich nicht über Kadaver laufen. Finde die Mammutmörder. Ist das hier nicht schon dieses Zusatz-DLC? Sprinten? Okay. Haben sie aber gut ausgeweitet. Hä? Wo bist du denn? Nashorngeist. Okay. What the fuck? Das irritiert mich. Folge dem Nashorngeist. Also irgendwie gehen heutige Spiele alle mehr so ins Spirituelle, ne? Das sagt mir, da sollte ich nicht langlaufen. Stumpf, 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 stampf, stampf, stumpf, stumpf, stampf. Okay. Ich glaube nicht, dass Mammuts so springen können. Hi. Au!
Okay. Wirf Köder, Raubtiere anzulocken. Ja, kennen wir auch schon. Folge dem Nashorngeist. Okay, soweit waren wir. Kann jetzt sein, was wir einfach nur geradeaus weiter müssen oder was? Erledige alle neuen Nashorner. Nashorner, genau. Alle Nashorner in der Umgebung. Das ist aber ziemlich assi. Ja. Wie viele sind denn das? Meins. Kommt der nächste. Aua. Vor allem auch lustig, dass die ganzen Nashörner Kriegsbemalung haben. Weil man kann sich mit dem Pfeil auch nicht heilen. Okay, das ist ein Sammelruf, aber da passiert auch nichts. Sprinten. Steuert sich irgendwie ziemlich strange. Na, was kommt jetzt? Was bist du für ein komisches Vieh? Erledige alle Nashörner in der Umgebung. Och, ne. Schon wieder? Noch jemand? Scheint nicht so. Okay. Aua. Und zum Glück sind die nicht sonderlich stark in Relation zu uns. Mit einem Sprintangriff sind die platt. Klein. Also die Kamera müsste weiter hinter Mammut sitzen. Ich fühle mich da irgendwie gerade kameratechnisch ziemlich eingeschränkt. Ich kann natürlich auch sagen, alles mal ausreden, du kannst einfach nicht zocken, aber... Okay, nehme ich einfach mal so hin. Ich sage ja nicht, dass es nicht geht, ich sage ja nur, dass es irgendwie angenehmer für mich wäre. Na, gucken wir mal. Vielleicht stelle ich es noch hoch auf 80 Grad oder so. Glaube ich standardmäßig auf 75, kann man bei dem Spiel ja zum Glück verändern. Also da lobt man Ubisoft. Man kann hier extrem viel, was das User hat, angeht, einstellen. Hä? Zurück in die Hölle, aus der er kommt. Bei den komischen roten Hörnern. Okay. Na, da kommen die nächsten. Hä? Ach so. Okay. Kann ich auf die Lebensanzeige gedacht, und als sie schon so dunkelgrün waren, dachte ich, okay, hab noch Full HP. Aber nein, ich war tot. Oh Mann. Das ist jetzt aber hier der letzte Versuch an dieser Stelle, weil ansonsten ist die Folge schon wieder Überlänge. Nicht, dass ich das nicht möchte, aber ich finde, dafür, dass ich mir eigentlich immer 20 Minuten pro Folge zum Ziel nehme, bleibt da von meinem Vorsatz immer relativ wenig übrig. Und es geht irgendwie mehr so immer Richtung 30 Minuten. Nicht so, dass ich das schlimm finde, aber ist momentan halt zumindest noch dem Monat hier wird's knapp. Am
10. kommt ja auch noch Hitman raus, was ich auch noch let's playen möchte. Wir müssen mal gucken, dass ich vorher noch irgendwie Assassin's Creed und oder aber noch Tomb Raider beende, weil ansonsten einfach Overkill. Na komm. Aua. War es das jetzt oder kommt hier noch eins? Hey, noch welche? Au. Wer ist denn stehen hier? Der wird's eh wieder, war klar. Okay, dann war das jetzt schon mal Far Cry Primal für heute. Mit mir Wolfram Kabit. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Episode Far Cry Primal. Bis dann. Ciao, ciao.